Ja, danke schön. Ich würde gerne anfangs zu drei Themen etwas sagen. Zunächst zum Nahostkonflikt. Ich will ausdrücklich begrüßen, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen heute Nacht einstimmig zu einem Ergebnis und zu einer Resolution gekommen ist und einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand fordert. Das ist zum einen absolut zwingend in der Sache, zum anderen glaube ich, ist es ein wichtiges Signal, dass es einen solchen einstimmigen Beschluss gab und er nicht durch ein Veto von wem auch immer blockiert worden ist. In der Tat ist es jetzt dringend notwendig und überfällig, dass die Waffen schweigen, damit ernsthafte Verhandlungen aufgenommen werden können. Eine Perspektive, die kann nur in einer Zwei-Staaten-Lösung bestehen, Israel und Palästina nebeneinander als Staaten, die in Sicherheit und lebensfähig sind. Dieses Ziel ist nur erreichbar über den Verhandlungswege und nicht über eine militärische Auseinandersetzung. Das Zweite, was ich sagen will, ist das Thema Betreuungsgeld. Dazu haben wir im Moment aktuell eine Diskussion im öffentlichen Raum, ausgelöst durch eine Studie des Deutschen Jugendinstituts und der Uni Dortmund. Ich freue mich über das Ergebnis, denn es ist eine Bestätigung dessen, was wir bereits vor der Einführung des Betreuungsgeldes gesagt haben und unsere Kritik begründet haben, nämlich dass das Betreuungsgeld nicht viel mehr ist als eine Herdprämie und eine ganze Reihe von Kindern von der Teilhabe von Bildungs- und Betreuungsangeboten ausschließt. Über diese Bedenken hat sich damals die Mehrheit im Deutschen Bundestag hinweggesetzt. Nun gibt es Forderungen aufgrund dieser Studie, das Betreuungsgeld wieder zu kassieren, wieder rückgängig zu machen. Wir werden uns einer solchen Initiative nicht verschließen. Wir haben auch direkt nach der Bundestagswahl bereits SPD und Grüne aufgefordert, dazu eine Mehrheit herzustellen. Wenn es eine solche Debatte jetzt in der SPD erneut gibt, freue ich mich darüber. Ich habe allerdings Zweifel, dass es dazu real kommen kann. Wir bräuchten das Geld, was für das Betreuungsgeld ausgegeben wird, an anderer Stelle sehr viel dringender. Wir brauchen immer noch Investitionen in ein flächendeckendes Netz an Kinder-, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Und es fehlt bundesweit an Erzieherinnen und Erziehern. 120.000 fehlen aktuell. Auch dafür ist Geld notwendig, um entsprechenden Personalnachwuchs sicherstellen zu können. Das dritte Thema, das Thema Rüstungsexporte und Sanktionen. Im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine ist jetzt auch über einen Stopp von Rüstungsexporten nach Russland diskutiert worden, im Zusammenhang auch mit der Sanktionspolitik gegenüber Russland. Ich will dazu zwei Dinge sagen. Erstens, wir bleiben dabei, dass wir die Konfliktsituation in und um die Ukraine mit Sanktionen nicht lösen können. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Handelskrieg brauchen zwischen der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und Russland auf der anderen Seite. Das Zweite ist, das Thema Rüstungsexporte ist für uns kein neues Thema. Seit geraumer Zeit fordern wir einen Stopp von Rüstungsexporten, allerdings nicht nur nach Russland, sondern insgesamt wollen wir Rüstungsexporte verbieten. Deutschland ist immer noch einer der größten Rüstungsexporteure der Welt. Deutschland profitiert von den Konflikten, die überall auf der Welt herrschen. Damit wollen wir Schluss machen. Und ich will in dem Zusammenhang daran erinnern, dass das Argument von Horst Seehofer und anderen, dass Arbeitsplätze gefährdet sind, sagen, ein solches Argument ist sehr zynisch. Denn wenn es um Arbeitsplätze in diesem Zusammenhang ginge, dann müsste man ja im Gegenteil sogar fordern, dass wir mehr Konflikte auf der Welt haben, damit wir mehr Arbeitsplätze in Deutschland schaffen in diesem Bereich. Das kann nun wirklich keine ernsthafte politische Lösung sein. Wenn wir Geld in die Hand nehmen als öffentliche Seite, ob jetzt von Seiten der Bundesrepublik oder der Europäischen Union, dann können wir Geld investieren und Konversionsprojekte entwickeln, damit wir in Deutschland auch strukturell etwas entgegenzustellen haben zu dem, was im Moment in der Rüstungsindustrie stattfindet. Dankeschön.